Hallo und willkommen zurück zu Graveyard Keeper. So, ist eine ganze Zeit her, seitdem ich das gespielt habe. Deswegen muss ich mich noch mal kurz orientieren. Auch wenn die Folgen direkt aufeinander folgen. Das ist ein Schleifstein, das ist wunderbar. Das ist eine Holzmarkierung, die ich mit Balken herstellen kann. Ich kann mich daran dunkel erinnern, dass ich ein Sägewerk bauen wollte. Oder ein Sägebock? Haben wir keinen Sägebock? Das ist doch ein Sägebock. Sieht doch genauso aus wie auf der Zeichnung. Ja, Sägebock. Sägebock, Kreissäge. Kann ich Balken machen? Ich kann Balken machen. Man braucht Holzstücke. Warteschlange. Wieso eine Warteschlange? Ich will das sofort haben. Arbeitet von allein wunderbar. Das kriegt man schon hin. So, wir schauen einmal hier runter. Ein Glühwürmchen. Lesen. Der Garten. Grundstück beschlagnahmt. Für kommerzielle Anfrage bitte mit dem Taverneneigentümer Horatrick reden. Ja, das kriege ich auch noch hin. Gehen. Aber mit dem noch nicht darüber geredet. Ich glaub's ja nicht. Wir schauen ganz kurz zum Friedhof. Ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Ob noch alle da liegen, wo sie hingehören. Eh fertigen. Leiche hineinwerfen. Fix the corpse hatch. Ja. Kann ich das jetzt... Ah. Oh, kostet das Energie. Oh mein Gott. Ich hämmer doch nur ein bisschen. Dann muss ich sie, glaub, nicht mehr reinschleppen. Vielleicht kriegt der Esel das jetzt selbst da reingekarrt irgendwie. Man kann ja noch hoffen. So, was haben wir hier? Blumenbeet oder ein Entfernen. Okay. Königlichen Dienste sind immer noch nicht verfügbar. Wir müssen unbedingt die Kirche wieder öffnen. So, was kann man hier machen? Holzkreuz. Reparieren braucht man Holzreparaturwerkzeug. Dafür braucht man... kann nicht mehr reden. Eine Werkbank für Holz 2. Und hier selbe. Also schauen wir mal, dass wir die Werkbank 2 bekommen. Ja, gehen wir mal wieder zurück und drücken so lange rum, bis irgendwas passiert. Ich glaube, die Bäume hier könnte ich auch theoretisch fällen. Brauche eine Technologie. Ich dachte, du hast eine Schaufel. Ah, hast du auch eine Schaufel. Kannst auch auf den Baum einfach eindreschen. Da unten gab es auch was, aber ich glaube, das hat eher mit dem Farmen zu tun. Oder mit dem Garten. Entfernen. Was kann ich entfernen? Wie entferne ich? Ist egal. Das finden wir gemeinsam nochmal raus. So, Werkbank, Steinvorrat, Hof vergrößern. Das gefällt mir eigentlich. Sägebock haben wir gemacht. So. Irgendwo Technologien. Meistersammler, nein, danke. Bauen und Handwerk, das klingt richtig. Ah, Holzarbeit. Blaupause, Werkbank für Holz. Holzplanken können wir herstellen. Und wir brauchen 20 rote Eier dafür. Und rote Eier kriegt man, indem man Sachen kaputt machen, glaube ich. Na, also, schon 13 Stück. Was soll ich damit jetzt machen? Ich stark! Lukas Hulk! So. Ich heiße Lukas, falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, ja. Zu großer Stamm. Damit klappt's nie. Aber zumindest die könnte ich ja schön einlagern. Und. Wieder stark! Will so langsam Snickers. Ja, das macht aber eigentlich relativ großen Spaß. Und die klein verdörrten Bäume kann ich hier nicht... Nee, tatsächlich nicht. Aber das kann ich ausgraben. Na wunderbar. Solange keine Leiche dran hängt. Yay, 15 rote Eier. Machst du damit was? Ja, jetzt hat er sich dafür entschieden. 16. Keine Ahnung, was das für ein Gestrüpp ist. Es stört aber ungemein. Nicht nur mich, sondern auch das Auge. Jo, wunderbar.
Das dürfte der vorletzte Kamerad gewesen sein. Und jetzt will ich dann mal sehen, was wir mit der Werkbank machen können und vor allem, wie wir die bedienen. Freischalten. Ich bin ja so glücklich. Und dann... Werkbank für Holz. Balken und einfache Eisenstücke. Mensch, du willst mich doch verarschen. Hab ich nicht. Kiste. Holzstöckchen. Mit dem Holzstöckchen kann ich nichts anfangen. Ah, ich kann hier arbeiten. Sag das doch. Nicht genügend Ressourcen. Achso, meine Bäume sind verschwunden. Für wie viel Planken hat das gereicht? Wo ist mein Inventar, wenn man es braucht? Für 12 Stück. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann brauchen wir Eisenstücke. Amboss 2. Was brauchen wir für ein Amboss 2? Kann man hier irgendwie rauszoomen? Irgendwie ist das groß. Sammeln Kohle, Eisenerz und Eisenerzlager. Steinschneider. Ich begrüße Sie. Bergarbeiter, Steinschneider, Kreissäge. Werkbank für Holz 2. Theologie. Nee, sie haben nichts. Schmiedekunst, das wird sein. Herstellen Nagel und Eisen. Da brauchen wir 10 rote Dinger. Ist heute der Esel eigentlich gar nicht gekommen? Kommt er nicht jeden Tag? Oder liegt eine Leiche drin? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Eselchen. Nee, ich sehe nichts. E-fertigen. Corpse-Hatch. Achso, von der Seite auch noch. Reparieren. Ich habe keine Eisenbeschläge. Was willst du? Wo ist mein Bier? Habe ich noch nicht. Ciao. Und E zum Verlassen drücken. Glaubt uns, reicht das noch in die Stadt? Können wir selber einsaufen und vielleicht mit dem Wirt noch reden wegen dem Garten? Glaubt, es wäre auch wichtig, das freizuschalten. Ist das ein Stein, den ich aufheben kann? Nee, das ist eine Pflanze, die ich aufheben kann. Ja, wunderbar. Eine gelbe Blume. Kann ich gleich meiner nächsten Verehrerin geben. Oder eher Verehrten. So, ich habe das Tagesystem noch nicht ganz verstanden. Grathammer, Kaninchenohrentag. Und dann ist morgen entweder männlicher Tag oder weiblicher Tag. Also das scheinen die Tage zu sein. Das müssen wir gemeinsam über die Zeit rausfinden. Ich kann leider nicht sprinten. Hoffentlich kann ich irgendwann einen Esel besteigen. Vielleicht motiviert mich das so, dass ich schneller bin. So, ins tote Pferd. Ach, ich muss ja die Stimmen wieder machen. Ich habe keine Ahnung, wie die Originalstimmen waren, deswegen improvisiere ich. Gut, dass du mit einem Schwert umgehen kannst. Kretzwold hat mir erzählt, wie du ihm geholfen hast. Hier ein Bier aufs Haus für dich. Geht aufs Haus. Oh, da habe ich mich verlesen. Ups. Ist schon spät heute. Frage nach dem Garten. Ich habe einen verlassenen Garten in der Nähe des Friedhofs gefunden. Also, das sag ja ich. Kannst du mir etwas darüber sagen? Oh, der Garten. Der wurde vom Händler in Besitz genommen, um jemandes Schulden zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit etwas anfangen kann. Wirklich niemanden? Ich könnte dir die Erlaubnis erteilen, den Garten zu benutzen. Wer sonst würde freiwillig etwas in der Nähe des Friedhofs anbauen? Leere Beete. Wir können weiter zuhören. Klingt toll. Gut, aber du musst immer noch mit dem Händler reden. Das Grundstück gehört ihm. Okay. Es ist nicht rechtens, dir einfach die Erlaubnis ohne seine Zustimmung zu geben. Aber meinetwegen ist es genug, wenn du alles Weitere später mit ihm regelst. Na klar, ich rede mit ihm. Wo ist er? Er kommt jeden Frauentag, um mit den Einwohnern zu handeln. Ihm gehört die Scheune südlich der Taverne. Na gut. Gehen. Danke für nichts. Oh, das ist eine Katze. Katze! Ich will schon Katze. Ich bin so tierlieb. Ich will eine Katze. Komm schon. Öffnet das Tor! Na, scheiße.
wieder mal so kurz getrennt von einer, ich sag jetzt mal Katze. Oder etwas anderes. Hey, heute ist männlich. Das heißt, morgen ist mondlich. Scheiße, und der Händler kommt erst wieder beim nächsten Frauensymbol. Aber ich glaube, wir können jetzt diese eine Beschrankung nach oben gehen. Weil das war ja erst freigeschaltet bei Männlichkeitssymbol. Dann kann ich noch nicht mich von der Klippe stürzen. Das muss ich erst freischalten. Ja, wir haben den Tag. Leck mich doch am Arsch. Dauert vielleicht noch ein bisschen, bis er es selber realisiert. Oder bis die Sonne rauskommt. Ich hätte, glaube ich, auch schlafen sollen. Und fühle mich so energielos. Das können wir ja gleich machen. Aber ich habe ein Bier. Und das gieße ich mir jetzt in den Schädel. Hey, wo ist mein Bier? Ja. Oh, da freut er sich. Ah, wir enttäuschen. Ich glaube, ich brauche etwas Stärkeres. In Ordnung. Du scheinst hier ganz in Ordnung zu sein. Also, hier ist ein guter Ratschlag. Hör auf, durch die Gegend zu laufen und allen zu erzählen, dass du aus einer anderen Welt kommst. Heute flüstert man, dass ein Kumpel in der Taverne fu und morgen hängt dein Porträt schon an jedem Pfahl in der Stadt. Also, wenn du deinen behalten willst, hör auf. Vielleicht hat er recht. Ich sollte vorsichtiger sein. Also, was war deine Frage? Ich habe ein paar Fragen. Wie komme ich nach Hause? Ganz einfach. Du kannst bestimmt das Portal auf dem Hexenhügel benutzen. Da muss ich einfach nur hindurchgehen, oder was? Muss ich es erst anschalten? Ich habe hier drin offensichtlich kein Gehirn. Also weiß ich auch nicht, woher dieses Wissen kommt. Ich habe dir alles verraten, woran ich mich erinnere. Vielleicht helfen dir ein paar Bücher aus der Bibliothek weiter. Wow, die Kirche hat eine Bibliothek im Keller. Oder vielleicht weiß der Astrologe etwas. Der ist ziemlich clever. Er hat als Kind immer wieder Bücher aus der Bibliothek mitgehen lassen. Wie komme ich in die Bibliothek? Natürlich durch die Kirche. Und ich glaube, dein Weinkeller schließt an die Kirchengewölbe an. Oh, sogar die Leichenhalle ist irgendwie damit verbunden. Da unten gibt es ein ganzes Netz von Tunneln und Gängen. Netz, Netz. Ich fischte gern. Ich kann mich ans Fischen erinnern. Ich hab mal einen Fisch gefangen. Der war so zart. Aber ich hab keine Hände. Aber glaub mir, der war riesig. Oh, das habe ich falsch vorgelesen. Der war so scheiße. Ich habe keine Hände. Ich hasse Fischgeschichten. Und einmal, weißt du was? Ich muss los. Klar, klar, ist ja auch toll, wenn man Beine hat. Vergiss nicht mehr, Wein mitzubringen. Oh, da fange ich an zu weinen. Frage nach dem Astrologen. Oh, er ist so klug und immer fröhlich. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber das denke ich zumindest. Aber sein Wein ist der beste. Und er war ein guter Freund des Leuchtturmwärters. Sie trafen sich jeden Mond am Leuchtturm. Wo ist der Leuchtturm? In der Nähe von, mal nachdenken. Scheiße, ich hab's vergessen. Diese ganzen Fragen sind so frustrierend. Du bist kein guter Freund. Weißt du? Zurückgehen. Bis später. Bis später. Hey, der kann sie teleportieren. Der Inquisitor, ich habe gerade den Inquisitor gesehen. Er ist ganz in der Nähe auf dem Weg zum Hexenhügel. Oh Scheiße, er wird mich umbringen. Oder noch schlimmer. Beruhige dich, ich werde ihn ablenken. Vielleicht finde ich etwas auf diesem Hügel, das mir hilft, nach Hause zu kommen. Boah, probier mal's. Ich habe zwar keine Energie mehr, ich habe eine Leiche. Nee, 0 von 1. Ah, dieser dämliche Esel, der schuldet mir eine. So, dann schauen wir mal, ob wir oben auf den Hexenhügel kommen. Und ob wir die Beeren einsammeln können. Und das kostet auch Energie. Aber gibt zumindest hier zwei rote Eier. Ich habe immer nur blaue Eier gehabt. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Inquisitorenfreude. Wunderbar. Alles ist bereit, mein Herr. Gut. Gab es Probleme?
Nein, mein Herr, aber da war so ein komischer Kauz, der hier herumgeschnüffelt hat. Oh, da ist er. Halt! Leute, beruhigt euch. Ich wohne hier auf dem Friedhof. Er nennt uns Leute? Das muss für wahr ein Kultist sein, mein Herr. Sag ihm, dass du der Friedhofswärter bist. Ich bin der Friedhofswärter hier. Da können Sie den die Dorfbewohner gerne fragen. Dann musst du wohl neu sein. Ich fühle, dass du die Wahrheit sagst. Möchtest du zur Hexenverbrennung begleitet werden von mir? Ja, klar. Zustimmen. Es wär mir eine Ehre. Also, wie bist du zu dieser interessanten Aufgabe gekommen? Weiche aus. Nun ja, das ist einfach so passiert. Da gibt's nichts zu erzählen. Du verheimlichst doch irgendwas. Ich werde es schon noch herausfinden. Hier bin ich, der Großinquisitor. Ich schütze den wahren Glauben und die Menschheit. Wir erleben gerade schwere Zeiten in der Stadt. Das Schiff der Toten ist bereits überfüllt und es deckt schon ein neues Schiff am Hafen fest. Dein Friedhof könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen werden. Der dunkle Kult wird stärker. Ich kann es fühlen. Rechtschaffener Zorn regt sich in meiner Seele. Wir haben 30 Jahre lang Tausende von Hexen und Ketzern verbrannt. Und das ist nur der Anfang. Sehr schön, sehr schön. Die Hexe soll brennen. Brenne! Die Hexe soll brennen. Entzündet das Feuer. Ja, mein Herr. Die arme Hexe. Lang lebe der Großinquisitor. Hurra! 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 Also, du hast wohl viel mit Leichen zu tun, nicht wahr? Ja, das gehört zu meiner Arbeit. Und du lebst gleich neben dem Hügel beim Friedhof. Stimmt's? Ja. Interessant, interessant. Weißt du, ich brauche hier jemanden im Dorf. Ein Freund. Ein Freund von mir ist ein Freund der Heiligen Inquisition. Ich traue den Dorfbewohnern nicht. Sie gehen nicht in die Kirche und bleiben nach ihrem Tod auch nicht in ihren Gräbern. Ah, du bist neu hier. Dir könnten ungewöhnliche Dinge auffallen. Ja klar. Na klar, es wäre mir ein Vergnügen, ihr Freund zu sein. Eine weise Entscheidung. Freundschaft basiert auf Vertrauen und gutem Willen. Ihr könnt ihm ja immer noch hintergehen. Um mein Vertrauen zu gewinnen und ein Freund der... Oh, sie ist fertig verbrannt. Sorry. Die Animation im Hintergrund hat mich gerade komplett rausgehauen. Um mein Vertrauen zu gewinnen... nun dann, ich habe ein paar kleine Aufgaben für dich. Wunderbar. Der wollte wohl nicht auf sich warten lassen. Was für Aufgaben? Alles zu seiner Zeit. Heute ist der Tag des Zorns. Kein Tag, um sich mit Kleinigkeiten herumzuschlagen. Wir können am nächsten Männlichkeitsdatum reden. Oder an einem anderen Männlichkeitsdatum. Ich komme gern hierhin. An keinem anderen Ort fühle ich meinen heiligen Zorn so intensiv. Wunderbar. Was für ein Saatkerl. Ja. Kann ich die noch plündern? Kann ich die auf meinem Friedhof? Nein. Wo ist Portal? So, einmal zurück in die Menschenwelt. Ich find's hier kacke. Ja, dafür reicht die Energie dann auch nicht. Hätte davor mich ordentlich auskurieren sollen. Oh. Dachte, ich könnte da wenigstens den Kamin looten. Okay. Nichts Interessantes. Ein Grab. Exhumieren. Oh, das wird bestimmt Spaß machen, aber nicht jetzt. Ich hab's so im Rücken heute. So, wo geht's hier noch hin? Noch hin, noch hin, noch hin. Das wird knapp mit der Energie. Oh, ich kann was einpflanzen. Wie wär's mit dem Fleisch? Irgendwann verdirbt es. Besser in die Erde damit.
So, dann können wir nochmal hier hochgehen und uns rechte Hand ein bisschen umschauen. Obwohl, der sollte ja jetzt immer... Ist der jetzt immer frei oder nur am Männlichkeitsdatum? Ansonsten sehe ich hier echt nicht viel, mit dem ich interagieren kann. Also das soll das Portal sein. Ja. Zumindest der Tag wird da richtig angezeigt. Ansonsten ziemlich hügelig. Und das ist gar nicht Tübingen. Für alle, die es nicht verstehen, es gibt ein schönes Lied, Tübingen, warum bist du so hügelig? Als Einwohner von Tübingen, zumindest als Student, hat man das mal gesehen. Lohnt sich, gibt's auf YouTube. Rein damit in den Feed. Nicht abschalten. Es wird noch spannend. Oder auch nicht, ich kann nichts versprechen. Ich gebe mein Möglichstes und gehe gleich mal ins Bett. Aber nur im Spiel, keine Sorge. Pech im Spiel, Pech in der Liebe. Das ist mein Lebensmotto. Boah, der pixelt ganz schön beim Laufen. Wäre schön, wenn er auf dem Untergrund ein bisschen schneller wäre. Hab ich inzwischen eine neue Fleischlieferung erhalten? Nö. Na gut. Ich würde sagen, dann wird Zeit, sich mal ein bisschen hinzupacken. Weil mit Energie ist nicht mehr gut Kirschen essen. Kann ich eigentlich was essen, damit es mir besser geht wie in Stardew Valley? Gartenzertifikat. Exhumierungserlaubnis. Stimmt, ich sollte irgendwie ausgraben. Effekt bei Benutzung. Plus 3 Energie. Ja, ich kann was essen. Wie esse ich was? Benutzen. Schmackhafte Blumen. Ja gut, das reicht für praktisch nichts. Können vielleicht noch was fehlen. Oh, hier ist ein Lagerfeuerplatz. Kann was kochen. Brennstoff von Stöcken. Ich will keinen Brennstoff kochen. Kann Bratapfel und gebratene Pilze machen. Das müssen wir uns merken. So. Weitere rote Blumen. Die esse ich am liebsten. So, da oben gibt es Pilze, aber ich habe ja noch nicht die Pilztechnologie. Ah, doch. Na, okay, das sind Giftpilze. Oder wie die Band, die Killerpilze. Die kriege ich noch nicht klein. Das wird Kupfer sein. Oder Eisen. Ich glaube eher Eisen. Kupfer sieht zwar so aus, wenn es noch nicht oxidiert ist, aber Eisen macht, glaube ich, durchaus mehr Sinn. Je nach Spiel ist es aber ein bisschen anders. Kann ich noch einmal fett abwursten? Nö. Na gut. Dachte, dann schläft sich ein bisschen leichter. Anscheinend nicht. Na gut, dann gute Nacht. Irgendwie, ja, wir müssen aufladen. Schön, dass ich mir den Wecker selbst manuell stellen kann. So. Ich fühle mich so erfrischt. Ja, du siehst auch ganz schön knackig aus. Aber ich würde tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode. Die ist ein bisschen kürzer. Die nächsten werden ein bisschen länger. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.